Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, es hat sich einiges getan. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Dafür wird es aber wahrscheinlich sehr viel länger dauern bis zum nächsten Mal. Also, ich habe einige Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich den tatsächlich herbekommen habe. Aber ich habe einen pulsierenden Schlüssel irgendwo herbekommen. Der pulsiert schneller und schneller, wenn man ihn hält. Isn't a weird looking bug, okay. Wobei ich nicht glaube, dass die Bug im Sinne von Bug meinen, sondern eher Bug im Sinne von Käfer, denke ich mal. Dann wollte ich mal eben gucken, wo bin ich denn hier? Bei den Beziehungen, ob ich den eventuell. Nee, bei ihm muss ich das noch machen. Ja, er hat mir einen Schlüssel gegeben, aber das ist ja alles schon passé. Also ich denke, damit wird das nichts zu tun haben. Sie hat mir einen Schlüssel gegeben, wobei ich ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wann das gewesen ist. Nayu hätte noch eine Quest für mich. Also ihr seht schon, es ist jetzt einiges passiert. Oh, Rev ist auch kurz davor, mir eine Quest zu geben. Oh Gott, wir müssen erstmal weitermachen. Also, wir fangen jetzt erstmal damit an, einen Briefkasten zu öffnen. Da ist was von Nayu drin. Okay. Danke, dass du mir neulich mit den Zutaten geholfen hast. Meine Mutter hat mir gesagt, wenn jemand etwas Gutes für dich tut, solltest du ihm einen Dankesbrief schreiben. Ich kann nicht gut mit Worten umgehen, aber es bedeutet mir viel, dass du mich immer wieder aus der Klemme holst. Der Wettbewerb findet morgen statt, also schau nachher vorbei und ich erzähle, wie es gelaufen ist. Ja, und als Dankeschön kriege ich dann 10 Hundehaufen. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall Dünger. Dünger nehmen wir natürlich immer gerne an, das ist ja klar. Das ist alles logisch. Wieso ist das? Achso, weil ich das noch nicht als gelesen markiert habe, ne? Ja. Dann schauen wir mal eben ganz kurz nach. Ich habe hier 20.000 Mal Unkraut gefühlt, aber ich kann noch nichts ernten. Dann würde ich sagen, dass ich das noch mal eben schnell gieße. Die anderen Sachen sind ja nicht ganz so wichtig. Das kann ich ernten. Da kann ich auch viel ernten, aber das mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt nur mal eben überall das Unkraut weg. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, dass die Ernte dadurch weniger wird oder so. Keine Ahnung. Ich habe es noch nie so drauf geachtet. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit und wir haben 9 Uhr. Naja, gut, dann können wir die eigentlich auch nochmal gießen. Andererseits, die müssen wir sowieso ernten. Dann gießen wir nochmal eben schnell die, die noch nicht ganz oben sind. Das ist jetzt nur, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit verschwende. Ich bin ja gerade erst auch ins Spiel reingekommen. So, dann machen wir das hier nochmal schnell, die Ecke. Ja, dann hier nochmal alle. Und die müssen noch gegossen werden. So, perfekt. Ich kann das zwar eigentlich gar nicht ab, hier alles so stehen zu lassen, wie es ist. Ach so, Moment, mein Inventar, das ist auch relativ. Ah ja, genau, wir müssen zu Auni. Oder wer es war, zurück. Da können wir nämlich die Sachen abgeben. Und ich habe, wenn ich daran denke, werde ich das jetzt hier einblenden. Ich habe nämlich hier bei unserem, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, diesen bläulichen Typen hier im Tempel, habe ich nämlich a small wish, also einen kleinen Wunsch gefunden. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, lesen kann man das Ganze. Ich wünsche dir. Was? Ich wünsche dir deine Hilfe, Maji. Was ist das von Deutsch? Najuma kam heute zu mir. Sie nahm einige Verbesserungen am Außengrill ihres Vaters vor, um ein Sihanouk-Steak zu grillen. Bei ihrem letzten Jagdversuch zertrümmerte sie jedoch einen kleinen Felsenbrocken. Oh. Leider bin ich kein großer Fleischfresser und nicht in der Lage, ihren Wunsch zu erfüllen. Also schicken Sie bitte jemanden, der es kann. Okay. Ja, da haben wir jetzt noch eine Quest angenommen, so wie es aussieht. Okay. Wir haben auch schon einige, die. Ach so, Moment. Haben wir irgendjemanden, der auf Level 4 ist eigentlich? Immer noch nicht, ne? Oder mussten die Level 3 sein für den Sheep? Ich glaube aber, die mussten Level 4 sein.
Wobei einer, genau, das war hier der einer, der war relativ hoch. Da könnten wir das vielleicht mitmachen. Ja, Stufe 4, genau, das können wir jetzt noch nicht machen. Also wir gehen erstmal zurück ins Dorf. So. Da werde ich dann erstmal gucken, dass wir die Sache mit Auni als erstes machen. Ach so, den Feuerschwanz, keine Ahnung, wie dieses Viech jetzt hieß. Den habe ich übrigens hier oben in dem Bereich gefunden. Also wenn ihr den selber mal jagen solltet, hier oben, es kann auch vielleicht hier unten so ein bisschen gewesen sein, aber hier so in dem Bereich grob, da habe ich mich umgesehen und da habe ich ihn dann letztendlich auch gefunden. Das war jetzt so mein erstes Ziel, ehrlich gesagt, was ich so hatte. Also wo ich wusste, dass man halt viele von diesen Käfern kriegen kann. I don't have Und time for ja, this. war ein guter Volltreffer, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen rumgelaufen. Das war dann so gelb am Leuchten, glaube ich. Und das hat alles soweit funktioniert. Das war sogar ziemlich schnell. Willst du spielen? Wer ist ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge, ne? Wenn du nicht gerade Zeitung Klaus heißt das. Die Quest hatten wir ja auch schon. So, Auni. Wir geben dir die You have Sachen. any cool stories to share? Was? Könntest du mir einen Gefallen tun und meine Zeltausrüstung aus meinem Baumhaus holen? Ich muss für eine Weile aus dem Dorf raus. Hier ist der Schlüssel. Klar doch. Bist du sicher, dass sich deine Familie keine Sorgen machen wird? Hä? Und warum holst du es nicht selbst? Das ist die andere Sache. Das wird wahrscheinlich mit dieser Frage zusammenhängen. Bist du dir sicher, dass sich deine Familie keine Sorgen machen wird? Denen macht das gar nichts. Ich glaube nicht, dass ihnen meine Abwesenheit überhaupt auffällt. Nicht, dass dich das etwas angehen würde. Danke. Wenn du meiner Familie über den Weg läufst, tu mir einen Gefallen und erzähl ihnen, dass du mir beim Aufräumen hilfst oder sowas. Wenn du meine Ausrüstung hast, könntest du sie dann für mich abliefern. Wohin? In der Nähe des Strandes, in der nördlichen Bahari-Bucht, gibt es einen verlassenen Zeltplatz mit ein paar coolen alten Ruinen. Der ist nicht zu übersehen. Okay. Ja, machen wir. Ich habe übrigens auch die Sachen für deinen Glücksbringer. Ah, klasse. Ich habe eine von Papas Haarsträhnen. Das ist gar nicht unheimlich, genau. Du bist dir auch sicher, dass wir uns nicht strafbar machen? Natürlich nicht. Das ist eine ganz harmlose Sache. Ich wickel die mal eben hier rum. Okay, ja. Was muss man jetzt noch gleich aufsagen? Ach ja. Hokus Pokus, Fidibus, Peki, Stall und Chapa-Plage. Gib meinem Papa Selbstvertrauen. Und das in jeder Lebenslage. Und was jetzt? Naja, ich muss den Spruch ein bisschen anpassen, damit der Rhythmus passt. Und sich alles reimt. Aber das wird schon funktionieren. Jetzt geben wir ihn ihm. Das überlasse ich dir. Immerhin hast du ja die Zutaten besorgt und so. Okay. So, plaudern brauchen wir nicht. Das können wir eben schnell machen. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sein Vater. Moment, der ist da. Was war denn das da hinten jetzt? Liefere den Vertrauenszauber ab. Das war ja beim Vater selber. Und was war das jetzt für ein Bereich? Oder war das der Bereich, wo wir hin müssen wegen der Ausrüstung? Weil das Baumhaus oder was das war, das wird ja, glaube ich, nicht angezeigt, soweit ich weiß. Ach, jetzt habe ich extra so schön nachgeguckt und wollte die Sachen aus meinem Inventar machen. Jetzt ist immer noch alles drin. Na toll. So. Erstmal wieder voll aufgeladen. Das ist der Anhänger, den wir abgeben müssen. Also ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen raus. Meine Stimme ist immer noch total im Eimer. Beziehungsweise die Nase noch und der Hals halt eben noch total zu. Aber ich wollte jetzt nicht deswegen die Aufnahme sausen lassen. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn es sich ein bisschen schräg anhört im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es geht dann immerhin weiter. Du siehst heute aber chicorée aus. Ach, lassen wir. Ach, vielleicht sollte ich die Kirsche lieber im Dorf lassen. Auni und ich haben etwas für dich gemacht. Jetzt hast du dich doch mit meinem anderen Sohn zusammengetan. Ist heute mein Geburtstag und ich hab's vergessen? Ich will Screenshot machen. Nee, wenn es mein Geburtstag wäre, gäbe es ja einen Kuchen.
Einem geschenkten Ormu soll man nicht ins Maul schauen, aber um was geht's? Das ist ein Selbstvertrauensglücksbringer, um dir beim Auftritt zu helfen. Wow, also hat Oni daran gearbeitet? Ich wusste gar nicht, dass er mich spielen sehen möchte. Ich fühle mich jetzt schon viel selbstbewusster, weil ich weiß, dass du mir den Rücken stärkst. Danke, ich finde, ich sollte eine Wiedervereinigungstour starten. Ah, haha, hat die mir gerade Blaubeeren gegeben? Es ist schwer so vom Leben... Achso, Moment, das war nur dieses... Ja, ein Ormu natürlich. Das war nur das, was er immer sagt. Das Geplaudere, so, das wollte ich sagen. Ja, ja, ja. Er hat mir Dings gegeben. Sehr schön. So, was ist das denn jetzt hier? Durchsuche die Gegend. Ja, aber die Gegend durchsuchen wegen was? Das irritiert mich jetzt gerade. Ich gehe jetzt erstmal zum Baumhaus. Moment, das sammeln wir noch ein. Ich muss ja erstmal seine Sachen holen. Vielleicht hat das tatsächlich irgendwas mit dem Baumhaus zu tun. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Ja, schick hat das hier. Das ist seine Ausrüstung, die wir mitnehmen müssen. Was ist das denn? Ist das eine Falle für Libellen oder? So, Campingausrüstung ist klar. Ich hoffe, die ist nicht echt, aber ich denke schon. Jonglieren 101 von Sir Roderick Pennybottom. Band 5, Feuer. Wenn Ihnen die Gefahr vom Messer nicht ausreicht, darf ich dann vorschlagen, den nächsten Schritt zu gehen und mit Feuer zu jonglieren. Die Technik der Feuerjonglage ist der Methode des Jonglierens mit Messern sehr ähnlich. Sub in Klingen, was auch immer das sein soll, für Fackeln und voilà. Achten Sie nur darauf, diesen speziellen Trick im Freien zu üben und nicht in einer Taverne mit Strohdach. Es sei denn, sie wollen in 10 oder 12 Provinzen wegen Brandstiftung gejagt werden. Der spricht bestimmt aus Erfahrung. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das dein Ding. Wenn ja, machen sie es. Wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Oh Gott. Vielleicht ist das dein Ding. Wenn ja, machen sie es. Wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Oh, ich finde das so... Ah! Ich weiß, ich bin da extremst penibel bei. Viel penibler als andere Leute. Aber das... Oh, das rollt mir die Zehennägel hoch. Rainer und die Silberschuhe. Oh Gott, 4 Seiten. Es war einmal ein aufgewecktes kleines Mädchen namens Rainer. Rainer liebte es zu tanzen und träumte davon, eines Tages unter den Sternen zu tanzen. Aber leider waren die Sterne zu weit weg und Rainer zu klein. Sie fragte ihre Mutter, die Schuhmacherin des Dorfes, »Mutter, wie kann ich mit den Sternen tanzen? Sie sind weit weg und ich bin viel zu klein.« Mutter sagte zu Rainer, um zwischen den Sternen zu tanzen, musst du die richtigen Schuhe machen. Aber wie könnte ich solche Schuhe machen? Du musst sie mit Flo machen, ihre Mutter antwortete mit einem Lächeln. Leider waren die Monde sehr neidisch auf Rainer. Seht euch dieses tanzende Mädchen an. Wenn alle Leute ihr die ganze Nacht beim Tanzen zusehen, werden sie keine Augen mehr für mich haben, sagte Ignus. Also nahm der eifersüchtige Mond die silbernen Schuhe des Mädchens und sie fiel und fiel, bis sie dort ankam, wo sie heute ist, als Bündel tanzender Sterne. Ja, das Lustige ist, ich glaube, es war in der Bibliothek oder so, wo wir das schon mal gelesen haben und da war Seite 2 und 3 komplett auf Englisch und es gab kein Update zwischendurch. Das kann ich euch schon mal sagen, daran liegt es nicht. Achso, das ist... Moment, doch, das ist auch Kehre zum Dorf zurück. So... Ne, das eine ist raus, genau. Dann können wir jetzt zu Ashura gehen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das mit den Sheep muss ich dann auch noch irgendwie versuchen hinzukriegen, aber da muss ich halt einer noch sehr oft anquatschen. Dann hoffe ich mal, dass das wenigstens funktioniert. So, Ashura, hi. Dem Drachen sei Dank, dass ich dich getroffen habe. Ich habe an einem sehr wichtigen Brief gearbeitet und könnte eine zweite Meinung gebrauchen. Brief an den Herausgeber von Fashion Monthly? Was ist das für ein Brief? Wir werden darüber reden, nachdem du ihn dir angesehen hast. Es ist schwer zu erklären. Hier ist der Schlüssel zu meinem Zimmer. Die Briefe sollten auf meinem Schreibtisch liegen.
Oh. Ja, cool. Was ist denn im Moment los, dass ich hier von jedem hier einen Brief bekomme? Einen Schlüssel bekomme? Wird mir aber nicht angezeigt diesmal. Aber sein Zimmer war doch, meine ich, im Gasthof oben drüber, oder? Ach so, ich muss sein... Oh, ich habe vergessen, die Ausrüstung zurückzugeben. Oh, 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 Entschuldigung, Auni. Ach so, die muss ich ausliefern, ja. Ja, was ist das denn? Ist das ein Bug? Seht ihr? Ach, okay, das ist tatsächlich ein kleiner Bug gewesen, weil das erst später aufgebaut wurde. Ich werde jetzt mal eben die Sachen mit Auni erstmal machen, damit ich das aus dem Kopf raus habe. Kann man das hier keyed in? Achso, da ist das mit dem Schlüssel. Nee, das ist Talk to Gina. Das ist Zeltvorhaben hier. Wie viele haben wir jetzt hier drin? Das mit dem Jeep können wir eh noch nicht machen. Dann machen wir das so. Dann habe ich das nämlich direkt schon mal... Alles auf einen Blick. Also, ich werde mich jetzt mal eben aufmachen Richtung Bahara Bay. Und da sehen wir uns dann gleich am Zielort wieder. Ja, so sehe ich dann aus, wenn ich noch nicht durch bin. Ich bin mir nicht sicher. Ja, bewegen kann ich mich aber auf jeden Fall. Ja, cool. Das ist hier mal richtig toll verbuggt hier. Kann ich denn irgendwas machen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich denn auch da hinkomme. Ich suche diese Gegend. Ich mache mir da mal eine Markierung hin. Also laufen kann ich anscheinend. Wahrscheinlich auch. Nee, das kann ich jetzt nicht. Ja, super. Danke, Spiel. Ich darf da nochmal komplett neu starten. Das ist natürlich ganz toll. Ja, es tut mir leid. Wir sehen uns gleich wieder. So, wenigstens haben wir jetzt beim zweiten Versuch unsere normale Körpergestalt wieder. Leider ist das Eisen jetzt natürlich weg. Dieser riesige Berg von Eisen, den wir jetzt gerade hier hatten. Dann nehme ich den Kleinen noch eben mit. Ach, das ist doch schade. Natürlich genau das Erz, was man braucht. Achso, ich dachte, da kam einer. Natürlich genau das Erz, was man braucht, ist dann letztlich weg. Jetzt ist aber natürlich auch meine Markierung weg, ne? Wo wir eigentlich hin müssen. Genau. So, wir nehmen jetzt erstmal den Weg auf die zweite Seite. Das ist eigentlich ganz einfach. Wer mir da schon mal gefolgt ist, der kennt den Weg bereits. Ansonsten haltet die Augen offen. Hier oben ist auch nochmal eben Eisenerz. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit. Ich will jetzt zwar nicht die Folge künstlich verlängern, aber ich habe halt nicht mehr ganz so viel Eisen. So. Das heißt, wir laufen im Endeffekt den Weg hier immer weiter runter. Oder in dem Fall gleite ich den Weg immer weiter runter. Bis man halt links an der Höhle vorbeikommt. Das ist so mein Weg, den ich halt immer nehme hier. Da immer mal gucken. Weil da könnte in eine von 200 Fällen, wenn man mal da vorbeiläuft, vielleicht mal sein, dass Palgium drin ist. Hodari steht da übrigens sehr oft in der Eingang zum zum Eingang der Mine. Genau. Oh Gott. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ich weiß auch nicht, was jetzt das Sprechen betrifft. Liegt zum einen noch daran, dass meine Nase und mein Hals total zu sind. Alles in Ordnung mit dir? Ciao. Ich wollte nur mal nachgefragt haben. Ja, zum anderen liegt es auch daran, dass irgendwie heute nichts so richtig funktioniert hat. Und dann hatte ich noch einen Termin, wo ich auf jeden Fall hin musste, wo ich auch war. Der mich zeitlich ziemlich zurückgesetzt hat. So, am besten ist es, glaube ich, wenn wir dem Weg nach oben folgen und dann nach rechts gehen. Hier ist noch was Leuchtendes zum Einsammeln.
nehmen wir natürlich mit. Und wenn es nur irgendwie 10 oder 12 Gold sind jedes Mal. Wenn man immer mal wieder zwischendurch stehen bleibt, ist das natürlich auch Geld. Deswegen. Achso, das waren die. Ich wollte gerade sagen. So, 300 Meter haben wir noch. Eigentlich sollte ich das abkürzen. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt zu faul heute dazu, weil mein Kopf ist gerade ein bisschen Matsche. Muss ich gestehen. Was ist das denn für eine? Ja, die ist nur grün, oder? Ja, die war nur grün. Ja, ja, ja. Okay, das sah irgendwie so komisch aus. Da habe ich jetzt gedacht, die hätte jetzt so eine silberne Farbe oder sowas. Da guckt man dann natürlich immer mal nach, ob man das denn schon hat. So, hier ist übrigens eine, war das hier? Ja, eine von zwei Statuen, da kann man was lesen. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal gemacht hatten gemeinsam. Oder ob das war, wo ich hier rumgelaufen bin. Hier kann man was lesen und da sagt dann, finde meinen Zwilling bei rollenden Wellen und kehre zurück, um einen Schatz aus dem Grab des Ozeans zu holen. Ich habe keine Ahnung, wo der Zwilling ist, aber falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne erklären. Weil ich bin hier schon zweimal hoch und runter gelaufen und irgendwie hat es nie Klick gemacht. Ich habe nichts gefunden. So, Campingausrüstung. Kehre zu Auni zurück. Dein Ernst jetzt? Das heißt, ich muss jetzt komplett wieder ins andere Gebiet, was er mir aber nicht anzeigt. Das ist ja toll. Hätte es mir zumindest mal anzeigen können. Warum das jetzt hier immer noch so am Dingsen ist, weiß ich nicht. Aber egal. Wir gehen mal zum Grundstück zurück. So. Kehre zu Auni. Ah, Moment, da wird er mir angezeigt. Oh, wir haben schon wieder 19:30 abends. Das ist doch Mist. Ich meine, gut, mittlerweile ist es zumindest so, dass wir bei den meisten dann noch mit den Leuten reden können abends und dass wir dann auch die Quest abschließen können oder halt weiterführen können, je nachdem, wo man jetzt gerade ist. Ja, natürlich kommst du mit deinen Zehenspitzen nicht darüber. Was auch sonst. Ja, das ist halt schon mal eine große Erleichterung, dass wir das machen können. Also nicht das mit den Zehenspitzen, sondern das mit dem Reden natürlich. So, jetzt weiß ich nur nicht. Wir haben 19:45. Der ist wahrscheinlich im Haus. Das sieht auch so aus. Schauen wir mal. Auni. Auni. Hallo? Yes! Just who I was hoping to see. Hast du meine Zeltausrüstung schon abgeliefert? Vergiss nicht, sie beim verlassenen Zeltplatz in der Nähe des Strandes in der Bahari-Bucht abzulegen. Dort bei den super coolen alten Ruinen. Du wirst den richtigen Platz sehen, wenn du dort bist. Und was auch immer passiert, bitte erzähle meiner Familie nichts davon. Versprochen? Deine Ausrüstung zum Zelten ist vorbereitet. Toll, danke. Könntest du mir, bevor du gehst, noch beibringen, wie man eine Chiemflosse richtig grillt? Wozu brauchst du dieses Zeug eigentlich? Ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich selbst. Ist das so schlimm? Ich bin hier, falls du jemanden zum Reden brauchst. Worüber sollte ich denn reden wollen? Alles gut. Danke jedenfalls, dass du mir die Ausrüstung gebracht hast. Wir reden dann später, ja? Oh, und bevor du gehst, nimm diese total abgefahrene Juwelenschwingen... Oh Gott. Nein! Feuerspeiende Libelle mit, die ich heute gefangen habe. Pass gut auf die Kleine auf, okay? Let's chat more later, okay? Du willst mich doch veräppeln. Nee, das ist aber eine Juwelenschwingen-Libelle. Das ist gar keine Feuer... weil das wäre ja die gewesen, die ich gefunden hatte. Überragende Rauchbombe. Jetzt verfehlst du nie wieder. Diese Rauchbombe hat eine perfekte Fangquote. Okay. Was mich daran erinnert, aber ich habe, glaube ich, noch nicht so viel hochgelevelt, ne? Nee. Anforderungen nicht erfüllt. Räucherkerze. Die ist das Gegenteil von dem, was ich... Ach so, Honig... War das Honigköder? Mehr Insekten, genau. Ja, Honigköder hätte ich ansonsten noch gerne gehabt. Aber gut, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht.
reden wir mit den Zweien hier nochmal eben, damit das Ganze nochmal gelevelt wird. Ja, redet doch nicht immer weiter. Moment, das können wir mal eben durchklicken. Was findest du am besten? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir Kartoffeln? Dann bist du wie Papa. Du magst gern, was satt macht. Genau. Ich denke, ich werde daran denken, wenn ich das nächste Mal eine Kartoffelernte einfahre. Das ist gut. Aber wir können anscheinend nur noch reden. Wie ist es mit Kenyetta und deiner Mutter gelaufen? Oh, sie hassen mich. Irgendwie habe ich es geschafft, beide Sachen zu vermasseln. Wir haben den Wettbewerb verloren und ich war ungefähr eine Stunde zu spät für das Konzert. Deine Mutter hasst dich nicht. Das vielleicht nicht, aber sie ist ziemlich enttäuscht. Ich dachte, ich würde es irgendwie hinkriegen, wäre ich doch nur schneller gewesen oder schlauer oder irgendwas. Ich wollte sie beide glücklich machen. Ich muss mir wohl einfach mehr Mühe geben. Danke fürs Vorbeischauen, aber ich sollte besser wieder an die Arbeit. That was fun. Ja, in dem Moment, wo ich es bestätigt habe, habe ich es natürlich selber auch schon gecheckt. Das war natürlich das, weshalb ich eigentlich nochmal mit ihm sprechen sollte. So, jetzt ist das mit dem Finde einen Schieb wieder rein. Auni ist hier irgendwie zum Alien mutiert, habe ich so das Gefühl. Der schwebt wie wie Magneto, genau. Wie Magneto ist er da. Vielleicht hat er ja ein neues Hobby. Vielleicht ist er irgendwie jetzt Superheld bzw. Superschurke geworden. Man weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, das mit den Briefen werden wir aber erstmal auf die nächste Folge verschieben. Weil so haben wir ein bisschen mehr, was wir da noch in der nächsten Folge machen können. Und die Folge ist ja jetzt sowieso schon ziemlich lange. Weil es eben auch ziemlich chaotisch war heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.